Ich liebe Iceman. Oh Gott. Toll. Habt ihr auch gesehen, oder? Ich weiß gar nicht, ob man das in der Aufnahme gesehen hat. Ist so ein Item einfach durch die Wand weggerutscht ist? Nein, es ist nicht das, was hier liegt. Oh, oh, ich hasse es. Ist ein bisschen glatt hier. Diese Invisible Blocks. Ich hasse die. So im Nachhinein? So retrospektiv? Wieso gab's die nicht in Meat Boy? Nein! Ja, geil. So, jetzt kommt der Teil, wo ich das hier brauche, mein Magnet Beam. Jetzt kommt nämlich so ein ganz langer Part mit ganz viel Abgrund. Aber Magnet Beam sei Dank. Achso, da gibt es diese lustigen Viecher, auf den ich drauf, mich draufstellen kann. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, die schießen mich da runter. Oh! Oh, was? Mmh. Ist das Teil unter meinen Füßen verschwunden? Bin ich einfach zu weit gelaufen? Mann. Wo ich doch den Part einfach mal hasse. Aha. Ach ja. Gut. Gut gemacht, Mega Man. Ich bin zu früh gesprungen. Ich hasse die Teile. So, auf ein neues. Ich halt ein bisschen darauf achten, dass ich nicht zu lange auf diesen Dingern bleibe. Oh mein Gott! Ah, da war irgendwie Ende des Levels oben. So, dann haben wir das. Dann holen wir schnell das Leben hier. Hm. Es ist nicht so, dass ich Magnet unbedingt... Magnet... aufladen muss. Also egal. Lauf doch! Diese Schlitterparty hier. Oh, da kommt dieser Kacker. Oh, ja, den habe ich schnell erlegt. Das ist schön, das freut mich. So, dann machen wir hier auch. Machen wir das ganz, ganz fix. Jo! Nice.
Armer Iceman. So, dann bleibt uns gar nicht mehr viel übrig. Jetzt wird's heiß. Fireman. Habe ich erwähnt, dass ich den Soundtrack aus Mega Man eigentlich sogar ganz gut finde? Am geilsten an Eis ist eigentlich, dass der so kalt, dass man sogar Feuer hier einfrieren kann. Jetzt komme ich da nicht hoch. Ja, nice. Okay, doof. Dann gehe ich halt unten lang. Das wird doch jetzt auch langsam kackegal. Ah! Oh. Nein! Warum? Letztes Leben, toll. Toll! Ganz im Ernst, ich könnte besser jetzt Game Over gehen. Mit dem Hintergedanken, dass ich danach sowieso wieder volle Leben kriege. Also wenn ich einfach Continue mache, volle Leben. Also zwei. Fange allerdings die Stage nochmal komplett von vorne an. Ach, wir ziehen das jetzt durch, ich kann das. Ich bin doch Profi! Wie man gerade gesehen hat. So, das machen wir jetzt aber richtig hier. Ja, das war nicht richtig, nicht so richtig, wie ich wollte. Och, Mann! Yes! So wollte ich das. Wie geil auch dieser sinnlose Abschnitt hier unten. Man muss nicht runter, aber der ist trotzdem ein Riesenraum, als ob da was sein könnte. Da ist nichts. Aber dank diesem lustigen Design gibt es hier sowas. Moment, diesen lustigen Abgrund da. Was? Was zum... Okay, ich muss jetzt dazu sagen, normalerweise bleibt man einfach drauf stehen. Das Bild ist noch nie runtergescrollt bei mir, bislang. Okay. Seit wann ist das Spiel so glitchery? Ich meine, ich amüsiere mich, aber... Das war jetzt ein bisschen strange. Ich hatte jetzt Angst, ich bleibe dort stecken. Das hätte jetzt ein Reset bedeutet und ich habe nicht gespeichert. Also, nicht mal Save States. Ja, ich spiele gerade auf einem Emulator. Aber ich darf das. Weil, wie gesagt, ich habe das Spiel ja original. Genau. Mein einziges Problem ist, ich kann NES-Spiele nicht aufnehmen vom Fernseher. Also muss ich das über diesen Weg machen. Aber wie gesagt, ich darf das ganz legal. Und es ist schön. Weil ich nur legale Sachen mache. Ja. Nein! Verpiss dich! So, das hast du nun davon. Hier kurz vorm Boss, ich kann... hier ein bisschen Energie farmen. Was natürlich richtig geil ist, meinen schwarzen Lebensbalken von einem schwarzen Hintergrund zu sehen.
weil ich jetzt gerade nicht weiß, wo die Grenze ist. Bin ich jetzt voll? Weiß das jemand? Bin ich voll? Ach, das wird schon reichen. Ist nur Fireman. Und ich habe Eis. Damit mache ich ihn kalt. Oh. Gut. Drop wenigstens Energie. Oh. Oh. Ah. Friss das! Und das! Und das! Und das! Und das! Und no Tactic! Einfach drauf! Sehr gut, und dann sammle ich diese lustige Kugel eigentlich ständig von oben runterfällt. Ich weiß nicht einmal, was das sein soll. Ich glaube, man muss in keinem Mega Man-Spiel noch irgendwas einsammeln zum Schluss. Nicht aktiv. Ha, damit haben wir also die 6 Bosse von Mega Man erlegt und... Oh! Was ist denn das? Dr. Wily.